Eine Entschuldigung vorneweg. Für alle Gäste, nein, wir haben nicht immer 4 Seiten Bibelstellen zu einer Predigt, aber heute musste das einfach sein. Wir starten, wie soll ich das sagen? Wir starten heute hinein in ein Thema, über das ich mich schon sehr, aber wo ich einfach froh bin, dass ich es mal predigen darf. Es geht um den sogenannten Engel des Herrn, beziehungsweise Untertitel Gedanken zur Präexistenz Christi. Wie kommt man auf so ein schräges Thema? Das ist ganz einfach. Man liest ein Buch. Bei mir ist das dann Urlaubslektüre. Es ist dieses hier gewesen, The Angel of the Lord. Wer da war hier beim Dankgottesdienst, der weiß, ich brauche so 3-4 gute Bücher im Jahr, dann bin ich glücklich. Das war eins, was richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ich kann das nicht anders sagen. Also wenn du mal 400 Seiten englische Literatur brauchst für den Urlaub, kann ich wirklich nur empfehlen, es macht einfach riesig Spaß. Und es hat mich dazu gebracht, mehr über Jesus nachzudenken und mit euch dann einzusteigen heute in diese Predigt und euch einfach mal das zu präsentieren. Ich fange mal vorne an. Für uns als gläubige Leute ist das ja völlig normal, dass wir sagen, Gott wurde Mensch. Es ist wirklich so eine Selbstverständlichkeit für Christen. Gott wurde Mensch. Frage, wie kann so eine Idee, die für uns normal ist, eigentlich im ersten Jahrhundert sich so schnell in einem, wir würden sagen, monotheistischen Judentum durchsetzen? Versteht ihr? Warum sagen die ersten Juden nicht einfach so, wenn Jesus sagt, hey, ich bin übrigens Gott im Fleisch, nie und nimmer. Warum nehmen die so eine These überhaupt ernst? Ich meine, die These, dass Gott sichtbar wird, dass man Gott anfassen kann, wie gesagt, für uns völlig normal, aber für die Juden des ersten Jahrhunderts eine eigentlich, wie wir denken würden, absolute Herausforderung, oder? Und wenn wir uns jetzt diesem Thema nähern, dann stoßen wir sehr schnell auf ein anderes Phänomen, was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht. Und dieses andere Phänomen ist, dass man Gott nicht sehen kann. Und ich möchte euch bitten, euren Handouts mitzulesen, weil es gibt heute keine Folien vorne dran, oder eure Bibeln rauszuholen oder eben eure Handys und da auf frogwords.de euch das Handout anzuzeigen. Ich habe heute sehr viele Folien oder sehr viele Stellen. Ihr müsst also hochkonzentriert sein und ein bisschen dabei bleiben. Nochmal, man kann Gott eigentlich nicht sehen. Ist euch das klar? Da heißt es in 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 15 und 16, die und gemeint ist die Wiederkunft Jesu, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. Und jetzt kommt's, über Gott, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Ist irgendwie klar, man kann Gott nicht sehen. Aber dann geht das ja irgendwie doch. Wir springen mal ins Alte Testament. Ihr erinnert euch an die Stelle, wo Mose zu Gott sagt, hey, ich würde dich gerne sehen. Naja, dann sagt Gott, das ist irgendwie kompliziert, 2. Mose 33, 20. Dann sprach er Gott, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Bis dahin alles klar, würde nicht ein Kapitel danach Mose den Gott, den er nicht sehen kann, dann doch begegnen. Also Mose steigt auf den Berg Sinai und dann heißt es da, 2. Mose 34, Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Also man kann Gott einerseits nicht sehen, aber irgendwie geht das dann bei Mose doch. Und dieses Phänomen, dass man Gott nicht sehen kann und doch sehen kann, wird im Alten Testament insbesondere in einer Person deutlich,
Es ist die Person eines ganz merkwürdigen Engels, mit dem wir uns gleich noch ein bisschen beschäftigen möchten. Also, was ich sagen möchte ist, wenn wir auf Gott stoßen, dann ist einerseits Gott in seiner Göttlichkeit für den Menschen unsichtbar. Aber dann gibt es da in der Bibel, ich nenne das mal einen kommunikativen Aspekt Gottes, der auch schon im Alten Testament Menschen begegnet. Es gibt, wenn man das ein klein wenig überspitzt formulieren würde, es gibt zwei Götter. Einen transzendenten, unnahbaren, der ein unzugängliches Licht bewohnt, und einen, der ein Mittler ist, der sich den Menschen zu erkennen gibt. Und wie nahe dieser Gedanke von den zwei Göttern tatsächlich der Bibel ist, das möchte ich euch jetzt ganz am Anfang mal an zwei Stellen zeigen. Wir steigen mal im Alten Testament ein bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Ich setze heute ein bisschen was voraus, vergebt mir das, aber sonst kommen wir an der Stelle einfach nicht durch. Ihr habt nachher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Holger wird da Rede und Antwort stehen. Wir haben viel über das Thema diskutiert. Ja, der wird Spaß dran haben, das werdet ihr sehen, und der wird euch da gute Antworten geben. Also, Sodom und Gomorra. Drei Männer besuchen Abraham und einer davon ist Gott, der Herr. Also Abraham sieht Gott. Aber das ist nicht, worauf ich hinaus will, sondern 1. Mose 19, Vers 24. Das ist da rund um die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Da heißt es, 1. Mose 19, 24, da ließ der Herr, und immer wenn Herr mit Großbuchstaben dasteht, ist das der Gottesname. Jahwe steht da im Original. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Quizfrage. Von wie vielen Göttern ist hier die Rede? Naja, wenn ihr genau lest, von zweien. Da ist einer auf der Erde und ein anderer im Himmel. Wenn man so will, Herr 1 und Herr 2. Spannend, oder? Ein Herr, den man sehen kann, der Abraham begegnet ist, der ihn besucht, und einer, der unsichtbar bleibt, weil er halt im Himmel ist. Oder schauen wir uns eine andere Stelle an. Und ich könnte mehr bringen, ich habe nur einfach mal zwei rausgesucht. Es geht mir um das Phänomen der vermeintlich zwei Götter. Hebräerbrief. Wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann startet der Brief damit, dass der Autor Jesus vergleicht mit Engeln. Er möchte zeigen, dass Jesus über den Engeln steht. Und um das zu zeigen, zitiert er Psalm 45. Psalm 45 ist geschrieben von den Söhnen Korachs, und die fangen in Psalm 45 damit an, dass sie einen ganz prachtvollen König feiern. Ein König, der für Wahrheit steht und für Sanftmut und für Gerechtigkeit. Und wir können das lesen, neutestamentlich, und können in Psalm 45 dieser König, der für Wahrheit und für Sanftmut und für Gerechtigkeit kämpft, wir können in diesem König natürlich den Herrn Jesus sehen. Und jetzt wird über diesen König Folgendes gesagt. Psalm 45, die Verse 7 und 8. Dein Thron, Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Das ist die Stelle, die auf Jesus dann übertragen wird, um zu zeigen, dass Jesus Gott ist. Aber es geht weiter. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Tja, wieder die Quizfrage. Wie viele Götter? Dieselbe Antwort. Zwei. Versteht ihr? Da ist ein Gott, der salbt, und dann ist ein Gott im Text, der gesalbt wird. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es in der Bibel zwei Götter gibt. Es gibt nur einen Gott. Das ist überhaupt keine Frage. Keine Sorge, ich bleibe sehr orthodox. Nichtsdestotrotz hat dieser Gott einen sichtbaren Anteil und einen unsichtbaren. Und es gibt jetzt Stellen in der Bibel, und
1. Mose 19, 24, beziehungsweise die Stelle aus Psalm 45, soll einfach nur deutlich machen, dass die Bibel an der Stelle durchaus im Text mal von zwei Göttern reden kann. Das geht. Das bringt da niemanden um. Und diese Idee, dass es da Gott und Gott gibt, wird jetzt im Alten Testament, wenn man dem Gedanken nachspürt, ganz besonders deutlich, wenn man auf einen besonderen Engel trifft. Das ist der Engel des Herrn. Deswegen heißt die Predigt auch der Engel des Herrn. Das ist ein Engel, stimmt. Aber wenn man sich mit diesem Engel beschäftigt, dann merkt man, das ist irgendwie mehr als ein Engel. Ich zeige euch das gleich. Und ich möchte die Antwort, wer das ist, schon mal vorne wegnehmen. Dieser Engel ist Gott, das Wort, in einer sichtbaren Form. Und zwar bevor Gott, das Wort, in der Person von Jesus von Nazareth Mensch wird. Ich sage das nochmal, dieser Engel des Herrn, auf den wir jetzt stoßen, ist eigentlich Jesus. Aber nicht in der Form eines Menschen. Gott, das Wort, wird erst in Form von Jesus Mensch. Aber vorher wird es schon mal sichtbar, hier und da. Und die beliebteste Form im Alten Testament, es gibt mehr, aber wir machen heute eben nur die eine, die beliebteste Form, das ist der Engel des Herrn. Und ich möchte mit euch einsteigen in Maleachi Kapitel 3, Vers 1, weil es den Übergang darstellt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Maleachi, letzter Prophet des Alten Testaments, eine Prophezeiung von Maleachi auf Johannes den Täufer und auf Jesus. Und diese Prophezeiung liest sich so. Maleachi Kapitel 3, Vers 1. Siehe ich, und das ist jetzt Gott, siehe ich, sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Das ist Johannes der Täufer. Und wir merken schon, hier kommt Gott. Gott wird kommen. Okay. Und dann wird das ausgeführt. Dann heißt es, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Das ist der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Hier steht, dass Gott kommen wird. Das ist die Prophezeiung. Aber er kommt in der Gestalt, oder beziehungsweise er kommt und die Leute sollen verstehen, wer das ist. Hier sagt jetzt der Maleachi, das ist der Engel des Bundes. Was hier nicht steht, ist, dass diese Person, Gott, das Wort, Mensch wird. Das steht hier nicht, also noch nicht genau wie. Aber sie müssen verstehen, wer da kommt. Und das ist eben dieser Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, hier wird der Engel des Bundes genannt, das ist niemand anders als die Person des Herrn Jesus. Aber eben jetzt nicht in Gestalt eines Menschen, sondern in der Gestalt eines Engels im Alten Testament. Jetzt kann man sagen, was macht diesen Engel des Herrn im Alten Testament so besonders? Wie kommt man da drauf, dass das Gott ist? Naja, relativ einfach. Wir schauen uns jetzt mal Stellen an, wo der Engel des Herrn mit Gott auf eine Stufe gestellt wird. Wisst ihr, es ist nichts Besonderes, dass Gott einen Engel schickt. Da würde jetzt niemand sagen, oh, das ist Gott. Engel kommen, überbringen Botschaften und alles ist gut. Aber bei dem Engel des Herrn wird nicht einfach nur ein Engel geschickt, der im Auftrag Gottes irgendetwas an Botschaft überbringt, sondern Menschen begegnen diesem Engel und sie merken, das ist mehr als ein Engel. Ich begegne hier tatsächlich Gott. Und dass der Engel des Herrn und Gott auf eine Stufe gestellt wird, das merkt man an ganz vielen Stellen, wo das mit dem Engel des Herrn irgendwas im Alten Testament zu tun hat. Einfach mal ein paar Stellen, damit ihr mir glaubt, dass das wirklich im Alten Testament so steht. Hosea Kapitel 12. Vielleicht erinnert ihr euch an Jakob, der am Phnuel mit Gott ringt. Das ist so eine ganz skurrile Geschichte. So, und jetzt beschreibt der Prophet Hosea diese Episode aus dem Leben von Jakob. Und da wird dann in Hosea Kapitel 12 gesagt, Vers 4, über Jakob, im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Denkst dir, nee, das kann doch nicht sein, kann doch nicht mit Gott kämpfen. Und dann geht es weiter, er kämpft mit Gott
Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Also er kämpft mit Gott. Und dann wird das nochmal gesagt, das ist typisch fürs Hebräische, dass man Dinge zweimal sagt, um es zu verdeutlichen. Und dieses er kämpfte mit Gott ist dasselbe wie er kämpft mit dem Engel. Jetzt überlegt man, was hat er da gemacht? Antwort, er hat natürlich mit einem Menschen gerungen. Aber dieser Mensch, mit dem er da gerungen hat, das war Gott in der Gestalt eines Engels, der sich wie ein Mensch ausgab. Das heißt, ein Engel, der eigentlich Gott ist. Oder wir bleiben mal bei Jakob. Jakob segnet Josef. Genau genommen, wenn ihr die Geschichte euch anschaut, segnet er nicht Josef, sondern seine beiden Söhne Ephraim und Manasse. Und dann heißt es, und achtet mal auf diesen dreiteiligen Segen. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis zu diesem Tag. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. Ist das spannend? Ein dreiteiliger Segen. Gott, Engel. Es gibt einfach im Text keinen Unterschied zwischen Gott und Engel. Und Achtung, wir haben es hier mit einem Segen zu tun. Und in der Bibel wird niemand im Namen eines x-beliebigen Engels gesegnet. Engel sind in der Bibel unsere Kollegen, unsere Mitknechte, wie es in der Offenbarung heißt. Gesegnet in der Bibel wird immer nur im Namen Gottes. Und wenn hier der Engel die Jungen segnen soll, dann heißt das, dass dieser Engel mehr ist als ein normaler Engel. Im Denken von Jakob ist dieser Engel niemand anders als Gott selbst. Oder nehmen wir noch eine Stelle. Die Berufung von Mose. Ganz klassische Kinderstundengeschichte. Mose ist da, plötzlich brennt der Busch. So, jetzt schauen wir mal in diesen brennenden Busch rein. 2. Mose 3. Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Denkst du dir, ja, super, habe ich verstanden, ja, Dornbusch brennt, Engel des Herrn ist da. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und jetzt achtet mal, wie es weitergeht. 2. Mose 3, Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Also eben noch kommt der Engel des Herrn und jetzt redet plötzlich Gott. Also der Engel erscheint, Gott redet. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns Vers 6 anschauen. 2. Mose 3, Vers 6. Dann sprach er, und das ist jetzt formal erstmal immer noch der Engel, dann sprach er, was sagt jetzt der Engel? Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Verrückt, oder? Mose steht da, begegnet diesem Engel. Der Text sagt, wenn der Engel redet, redet Gott. Und Mose fürchtet sich, diesen Gott-Engel anzuschauen. Jetzt kann man sagen, aber das ist doch nur ein Engel. Versteht ihr? Also Engel anschauen, Mann, das ist in der Bibel eigentlich keine große Sache. Das ist eigentlich völlig unproblematisch. Johannes in der Offenbarung sieht lauter Engel. Elia begegnet einem Engel. Daniel hat mit einem Engel zu tun. Laufend haben Leute irgendwie Engel. Ist doch kein Problem. Hier an der Stelle schon. Dieser Engel macht Mose Angst. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und das wird spannend, noch 40 Jahre später, das ist dann kurz bevor Mose stirbt, formuliert er einen Segen für Josef. Und hört euch nochmal an, wieder so eine Segensgeschichte, wie er das formuliert. 5. Mose 33, da heißt es in Vers 13, und für Josef sprach er, gesegnet vom Herrn ist dein Land, vom Auserlesenen des Himmels, vom Tau und von der Flut, die unten liegt. Und jetzt kommt's. Und vom Auserlesenen der Erde und ihrer Fülle und das Wohlgefallen dessen,
der im Dornbusch wohnt. Und denkst dir, Hammer, ja, hier segnet einer Gott, hier segnet jemand im Namen Gottes und er beschreibt diesen Gott als einen Gott, der im Dornbusch wohnt. Das heißt, Mose geht in Gedanken zurück und sagt, hey, der Gott, der mir erschienen ist, vor dem ich mich gefürchtet habe, der als Engel des Herrn im Dornbusch vor mir stand und zu mir gesprochen hat, der möge dich bitte segnen. Also für Mose ist völlig klar, wen er im Dornbusch gesehen hat. Gott selbst. Aber, und das ist jetzt wichtig, in der Gestalt vom Engel des Herrn. Und Mose ist mit solchen Begegnungen nicht allein. Simson. Die Eltern von Simson bekommen auch Besuch vom Engel des Herrn. Und es ist wieder so eine Stelle, wo der Engel des Herrn mit Gott gleichgesetzt wird. Da heißt es in Richter 13, Vers 21 und 22. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seiner Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, das ist der Vater von Simson, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben. Denn wir haben Gott gesehen. Also, wer den Engel des Herrn sieht, der sieht Gott. Und nochmal, normalerweise ist das, wenn du einem Engel begegnest, ist überhaupt nichts Schlimmes. Also die sind natürlich so ein bisschen furchterregend und das meistens fangen die dann an mit fürchte dich nicht. Aber so ein Engel ist halt ein Engel. Und jetzt hast du diesen Engel des Herrn und der spielt einfach mal in einer ganz anderen Liga. Mindestens im Denken hier von Manoach und seiner Frau. Erinnert ihr euch noch an die Formulierung von vorhin aus Maleachi? Da wird der Engel des Herrn als der Engel des Bundes beschrieben. Wenn wir uns jetzt diesem Phänomen zuwenden, man kann Gott nicht sehen, ja, wen hat denn dann Mose überhaupt bei dieser ganzen Bundesschlusssache gesehen? Da war doch jemand, mit dem er gesprochen hat. Antwort: Er trifft auf den Engel des Herrn oder den Engel des Bundes. Ja, willst du damit sagen, dass diese ganze Gott führt Israel aus Ägypten raus ins verheißene Land und schließt mit Israel einen Bund, dass das immer der Engel des Herrn war? Genau das. Und der Engel des Herrn sieht das übrigens genauso. Der kommt nämlich in Richter Kapitel 2 vorbei und beschwert sich. Hört euch das mal an. Der Engel des Herrn erscheint dem Volk Israel und beschwert sich mit folgenden Worten. Richter 2 ab Vers 1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochin und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Ja, spannend, oder? Der Engel sagt, hey, das war ich. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Also der Engel kommt und stellt sich hin und sagt, hey, ich war das. Ich bin euch da begegnet. Und ihr habt meine Stimme gehört. Und ihr habt auf meine Stimme nicht reagiert. Ihr habt all das getan, was ihr nicht hättet tun sollen. Und jetzt merkt man, ja, das ist wirklich ein Engel, der spricht nicht einfach nur im Auftrag Gottes, sondern der stellt sich hin und sagt, ich bin Gott, ich habe euch heraufgeführt, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das heißt, alle leibhaftigen Begegnungen mit Gott waren im Alten Testament Begegnungen mit dem Engel des Herrn. Und zwar egal, ob das auf dem Berg Sinai oder Mose im Zelt der Begegnung oder in der Wüste, wo der Engel dem Volk vorangeht. Da heißt es in 2. Mose 23, Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Das ist der Engel des Herrn. Und jetzt achtet mal, wie dieser Engel beschrieben wird. Wieder ganz untypisch. Hüte dich vor ihm. Höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn, Achtung, mein Name ist in ihm.
Mir geht es nur um diesen letzten Punkt. Mein Name ist in ihm. Und im Alten Testament steht der Name für die Person. Mein Name ist viel mehr als nur, hey, das ist mein Bote. Mein Name heißt, hey, das bin ich. Ich bin in ihm. Du willst Gott folgen? Folge diesem Engel. Ein Zwischenfazit. Worum geht es mir bis hierher? Und vielleicht ist das Theologie, die euch ein Stück fremd ist. Damit beschäftigt man sich extrem selten, das weiß ich. Ich wollte euch einerseits sagen, Gott ist unsichtbar. Aber es gibt bei Gott eine Seite, nennen wir es mal einen kommunikativen Aspekt. Gott, das Wort. Und dieser kommunikative Aspekt, den wir im Neuen Testament kennen, weil er Mensch geworden ist. Wir kennen ihn als Jesus aus Nazareth. Dieser kommunikative Aspekt tritt im Alten Testament auch in Erscheinung. Und zwar ganz häufig in Form vom Engel des Herrn. Und an manchen Stellen, das ist nicht überall so, aber an manchen Stellen merkt man förmlich, dass dieser Engel nicht einfach nur ein normaler Engel ist, sondern dass wir es da wirklich mit Gott zu tun haben. So, das würde aber, wenn ich recht habe mit der Auslegung, ihr könnt ja immer noch sagen, wow, was hat der sich da zusammengezaubert? Wenn ich recht habe, dass dieser Engel, dem wir im Alten Testament begegnen, derselbe, dieselbe Person ist, Gott das Wort, der wir dann im Neuen Testament, also Jesus aus Nazareth begegnen, dann müsste man doch eine Verbindung finden zwischen Jesus im Neuen Testament und diesem Engel im Alten. Das wäre doch schön, oder? Also machen wir an der Stelle weiter. Judas 1. Jetzt hat Judas nur ein Kapitel, deswegen ist es vielleicht ein bisschen ein kleiner Brief, den man nicht so vor Augen hat. Judas 1 ab Vers 4. Ich habe den Vers 4 damit mit dazu genommen, damit ihr versteht, um wen es da geht. Judas 1, Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die, kleiner Sprung, unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also es sind Leute, die den Herrn Jesus verleugnen. Vers 4. Jetzt machen wir in Vers 5 weiter. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, der Herr, das ist ja Jesus. Eben war ja der Herr Jesus Christus wird verleugnet. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Ist das spannend? Ich meine, das sind so Verse, auf die kommt man gar nicht, wenn man das nicht mal in Ruhe studiert, oder? Ich hoffe, ihr seid ein ganz klein wenig überrascht an der Stelle, weil sonst brauche ich die Predigt nicht halten. Hier ist im Vers 4 von dem Herrn Jesus Christus die Rede und dann heißt es von diesem Herrn, dass er in Vers 5, dass er es ist, der für die Rettung der Israeliten und für den Tod der ungläubigen Israeliten in der Wüste verantwortlich ist. Und vielleicht denkst du jetzt, kann das wirklich sein? Kann Judas hier wirklich Jesus meinen? Antwort, kann er. Und es wird noch deutlicher, wenn wir bei Paulus reinschauen. Paulus, 1. Korinther Kapitel 10, nimmt das Volk Israel und sagt, hey, die Israeliten in der Wüste, lebt bloß nicht, wie die gelebt haben. Ja, Volk Gottes im Alten Testament, die haben ständig nur gemurrt und waren ungläubig, macht das nicht. Und dann heißt es in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 9, lasst uns, hier spricht Paulus zu den Christen in Korinth, lasst uns auch den Christus nicht versuchen. Und denkst, ja logisch. Und jetzt kommt's. Wie einige von ihnen, und da spricht er über die Israeliten im Alten Testament, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und denkst du, hä? Also die Geschichte mit den Schlangen kenne ich. Aber wie kann das sein, dass die Israeliten im Alten Testament in der Wüste Jesus versucht haben? Naja, schauen wir uns die Situation an. In der Situation selber murren die Israeliten gegen Mose und Gott.
Frage: In welcher Form ist Gott in der Wüste anwesend? Erinnert euch an Richter 2, wo der Engel sagt: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Also, sie murren gegen Gott, völlig korrekt, aber Gott ist gegenwärtig in der Gemeinde in Form vom Engel des Herrn. Der Engel, vor dem Gott warnt: Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme. Haben sie halt nicht gemacht. Und jetzt zitiert Paulus das und geht wie selbstverständlich davon aus, dieser Engel da im Alten Testament, der mit den Juden durch die Wüste zieht, als Manifestation Gottes, ist wer? Kein anderer als Jesus. Gott, das Wort, nur eben nicht in Gestalt eines Menschen. Das ist der Unterschied. Sondern Gott, das Wort, in der Gestalt eines Engels. Der Engel des Herrn. Das heißt, wo wir im Alten Testament auf den Engel des Herrn stoßen, da stoßen wir eigentlich auf Jesus. Und zwar in der Form, die er vor seiner Menschwerdung häufig angenommen hat. Das bedeutet jetzt, und vielleicht ist das für manche von euch neu, dass die Menschwerdung Gottes nicht die erste Sichtbarwerdung Gottes ist, dass wir da unterscheiden müssen. Gott, das Wort, wird im Alten Testament Engel und im Neuen Testament Mensch. Die Inkarnation, also die Menschwerdung, ist einfach im Gegensatz zu diesem Engelwerden nur besonders erniedrigend. Das ist das Besondere. Deswegen heißt es im Philipperbrief auch, Philipper 2 ab Vers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir müssen das verstehen, die Menschwerdung von Gott, dem Wort, ist deshalb besonders erniedrigend, weil er sich sterblich macht. Er wird weniger als die Engel. Er verlässt den Himmel. Und wenn wir uns anschauen, was dieser Sprung bedeutet, dann müssen wir uns vor Augen halten, solange Gott nur Engel wird, bleibt er noch ziemlich mächtig. Das merkt ein assyrischer Heeroberster. Ja, der steht vor Jerusalem und dann kommt der Engel des Herrn, eben mal mit meinen Worten, dann kommt Jesus und erschlägt in einer Nacht 185.000 Soldaten. Und damit ist diese Belagerung einfach mal weg. Da merkt man, ja, Engel, das macht Sinn, dass sie anfangen mit "Fürchte dich nicht". Da steckt wirklich noch Power dahinter. Da ist das übernatürliche Element noch so richtig greifbar. Da ist nichts von wegen, ich bin müde und schlafe mal während eines Sturms irgendwo hinten im Boot ein. Oder eine andere Stelle, die ich immer schön finde, 1. Chronik 21 ab Vers 14. David sündigt und Gott straft das Volk. Und David sucht sich das dann aus, was er gerne hätte. Und David sagt, also wenn mich jemand straft, dann mach du das. Ich möchte nicht, dass Menschen mich strafen. Dann heißt es 1. Chronik 21, 14, da gab der Herr die Pest in Israel. Und es fielen von Israel 70.000 Mann. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem. Ihr ahnt schon, welcher Engel das ist. Um es zu vernichten. Und als er zu vernichten begann, sah es der Herr und er hatte Mitleid wegen des Unheils. Und er sprach zu dem Engel, der vernichtete: Genug. Lass deine Hand jetzt sinken. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne Ornans, des Jebusiters. Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen, sein Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und ich hoffe, es überrascht euch jetzt nicht zu sehr, wenn du merkst, Jesus ist genau wie im
im Neuen Testament in der Form des Engels des Herrn einerseits Retter, er holt das Volk aus Ägypten raus, und andererseits Richter. Retter und Richter. Bitte lasst euch, wenn ihr Weihnachten feiert und dieses süße Jesus-Baby rotwangig in der Krippe liegen seht, lasst euch da bloß nicht täuschen, mit wem ihr es wirklich zu tun habt. Und wenn es darum geht, Jesus im Alten Testament zu entdecken, dann brauchen wir gar nicht da stehen bleiben, wo vom Engel des Herrn die Rede ist. Immer dann, wenn ein Prophet Gott sehen kann, sieht er Jesus. Und ich möchte euch da noch vielleicht in das bekannteste Beispiel, wo ein Prophet Gott sieht, mit hineinnehmen. Ganz bekannte Stelle, Jesaja 6. Jesaja 6 ab Vers 1. Klassische Szene. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Quizfrage: Wer sitzt auf dem Thron? Naja, kein unsichtbarer Gott jedenfalls, weil, ja, sonst hätte er nichts gesehen. Und außerdem kann der Gott, dem er da begegnet, reden. Wir lesen einfach weiter, die Verse 8 bis 10, immer noch Jesaja 6. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mach seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Also Thronsaal, Gott auf dem Thron, Jesaja mittendrin, und Gott spricht aus der Herrlichkeit heraus zu seinem Propheten. Sprung ins Neue Testament, Johannes Kapitel 12. Im Raum steht die Frage: Warum glauben so wenig Israeliten an Jesus? Jesaja 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde. Und was dann kommt, wenn ihr weiterlest, sind 2 Zitate aus dem Propheten Jesaja. Eines aus Jesaja 53 und eines, ihr ahnt es schon, aus Jesaja 6. Uns interessiert natürlich nur das 2. Zitat, weil das haben wir ja gerade gelesen. Und jetzt bleiben wir in Johannes. Johannes Kapitel 12, Vers 39. Darum nun konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat. Jetzt zitiert Johannes Jesaja, die Stelle, die wir eben in Jesaja 6 gelesen haben. Johannes 12, Vers 40. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Ohr verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist Jesaja 6, haben wir gerade gelesen. Und jetzt bitte Ohren anlegen und staunen. Wen sieht Jesaja, wenn er hier spricht? Jesaja 12, Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine. Das ist nichts anderes als Jesu vom Kontext her. Es geht die ganze Zeit um Jesus, weil er seine Herrlichkeit sah. Also in Jesaja 6 wird die Herrlichkeit Gottes beschrieben, die den Tempel erfüllt. Und hier jetzt einfach nur die simple Übertragung. Du siehst Gott im Alten Testament, wen sehe ich da? Dies sprach Jesaja, weil er seine gleich Jesu Herrlichkeit sah und von ihm, ich würde sogar anders übersetzen, in seinem Auftrag redete. Boah,
Ich hoffe, das kribbelt jetzt ein bisschen, dass du einfach sagst, hui, Jesaja sieht Gott auf dem Thron in all seiner Herrlichkeit, aber wen er da sieht als Person, das ist niemand anders als Gott, das Wort. Und Gott, das Wort, kennen wir ganz persönlich, weil wir Jesus kennen. Gott, das Wort, in einer für Menschen sichtbaren Theophanie, also einer Gotteserscheinung, wird Jesaja oder von Jesaja gesehen. Merkt ihr, Jesus sagt an einer Stelle, dass er immer schon beim Vater gewesen ist, dass er den Vater gehört hat und gesehen hat. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Da sind wir wieder am Anfang. Du kannst Gott in seiner Transzendenz, in seiner majestätischen Göttlichkeit und Andersartigkeit als Mensch, als Geschöpf nicht wahrnehmen. Das geht nicht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber da gibt es einen Aspekt bei Gott. Und nenn diesen Aspekt Gott das Wort. Oder von mir aus nenn es der Sohn. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig Geborene oder der einzigartige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das war jetzt viel. Frage: Warum müssen wir uns mit so etwas wie der Präexistenz Jesu beschäftigen? Drei Gründe. Also Punkt Nummer eins: Es ist einfach immer gut, viel über Jesus zu wissen. Würdet ihr dieses Buch lesen, da ist noch viel mehr Stoff drin. Wirklich. Es ist noch viel mehr Stoff drin. Ihr würdet merken, boah, es gibt noch so viel, auch im Alten Testament, über Gott das Wort zu lernen. Das ist wirklich faszinierend. Mir geht es so, wenn ich mich mit der präexistenten Seite von Jesus beschäftige, dann wird der Herr Jesus für mich einfach noch mal größer. Einfach noch mal majestätischer und ein klein wenig auch furchterregender. Weil wir haben ja natürlich bei Jesus immer so diese weichgespülte Gottesversion vor Augen. Der, der uns lieb hat. Und da übersieht man manchmal, dass es diese andere Seite gibt, dass er genauso heilig ist und auch als Richter die Welt richten wird. Das übersieht man. Und man übersieht es nicht so leicht, wenn man im Alten Testament sich vergegenwärtigt, das ist genauso Jesus. Also es lohnt sich, mit dieser Seite zu beschäftigen, weil ich garantiere dir, es fördert die Anbetung. Wir können nur anbetend feiern, was wir auch kennen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der, wir verstehen jetzt, warum die Juden mit dieser Idee, dass Gott Mensch wird, nicht völlig überfordert sind. Das war ja meine Eingangsfrage. Wenn Gott im Alten Testament als Engel auftritt, dann ist der Schritt hin zu Gott wird Mensch zwar immer noch ein gewaltiger Schritt, aber wir merken, das Volk war bereits vorbereitet. Und in gewisser Weise ist das die Aufgabe des Alten Testaments, die Gläubigen des neuen Bundes darauf vorzubereiten, was da kommen würde. Und ich behaupte deshalb, wenn wir verstehen, mit wem wir es da zu tun haben im Alten Testament, dann lesen wir auch das Alte Testament anders. Und natürlich ist es schön, wenn du beim nächsten Mal, wenn du durch die Bibel liest und du siehst Adam und Eva und du siehst, wie sie mit Gott im Garten wandeln und du weißt, wer da an ihrer Seite war. Ein dritter und letzter Punkt. Es hilft beim Thema Dreieinigkeit. Wo man im Alten Testament Gott begegnet, begegnet man dem Aspekt Gottes, den wir Jesus nennen. Und immer mal wieder trifft man im Internet auf Leute, die behaupten, ja, Jesus war ja nie wirklich Gott. Das ist einfach im Jahre 325 nach Christus auf dem Konzil von Nicäa irgendwann mal festgelegt worden. Ab heute dürft ihr an dieser Stelle einfach ganz kurz schmunzeln und sagen, jo, habe ich auch schon mal gehört. Aber ganz ehrlich, Leute, das sind absolute Fake News. Fake News von Leuten, die nie das Alte Testament wirklich verstanden haben. Und weil das Thema so spannend ist und wirklich Spaß macht, habe ich mir eine Sache erlaubt. Ich habe euch ans Skript,
auf frogwords.de einen Brief angehängt. Einen Brief, den im Jahre 286 nach Christus, also 50 Jahre vor dem Konzil von Nicea, von dem, da wird immer behauptet, da ist das erst entstanden mit Jesus gleich Gott. Im Jahre 286 vor Christus schreiben 6 Gemeindeleiter an einen, der nicht mehr so richtig an die Präexistenz Jesu glaubt, und bringen ihm, ich glaube, 6 Seiten lang Argumente für die Präexistenz Christi. Und wenn ihr diesen Brief lest, ich habe ihn euch dran gemacht, liest das mal in Ruhe durch, dann werdet ihr merken, das sind dieselben Argumente, die ich heute gebracht habe. Das heißt, die ersten Christen, für die war völlig klar, Engel des Herrn, Jesus, wer sonst? Und das haben die lange geglaubt, bevor man dann angefangen hat, in philosophischen Begriffen so ein Wort wie Dreieinigkeit. Ja, das steht nicht in der Bibel. Aber wie willst du das denn anders ausdrücken, dass es diesen kommunikativen Aspekt Gottes gibt? Und dieses Dokument, was ich euch da angehängt habe, das ist meines Wissens auf Deutsch nirgends erhältlich. Und von daher genießt es. Es muss einfach einen Vorteil haben, wenn man eine Predigt nacharbeitet. Bis dahin, Amen.